Hallo Jörg Fuhrmann hier mit einem kurzen Impulsvideo. Warum es dir möglicherweise im Rahmen von professioneller Begleitung nicht besser, sondern schlechter geht und das vielleicht auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Es könnte was damit zu tun haben, dass dein Nervensystem überhaupt keine Beachtung findet, was auch nicht besonders wäre, weil das meistens so ist und die wenigsten diesbezüglich geschult worden sind. Um dir das mal kurz zu veranschaulichen. Also wenn du in einem guten mittleren Modus dich befindest, ja, dann oszilliert dein System so hin und her zwischen einer guten Aktivierung und dann einer vernünftigen Entspannung. Und es gibt da jetzt nicht die extremen Ausschläge nach oben und unten. Die kann es möglicherweise auch hier und da geben. Ja, das wäre jetzt so ein Add-on, dass du Erfahrungen machst in den Bereich der Überaktivierung, weil du jetzt was ganz, ganz Tolles erlebst oder weil du vielleicht hinterher besonders tief entspannt bist. So, und dann ist das möglicherweise getragen von einem Setting, was total angenehm ist und total schön und sicher ist. Und dann ist das auch gut. Wenn es aber so ist, dass du immer wieder getriggert wirst, in schmerzhafte Situationen ständig reinzugehen, ohne dich dabei gut contained und gehalten zu fühlen, wenn du körperlich die Verbindung nicht spürst, das heißt, wenn der Körper auch gar nicht einbezogen wird, sondern es rein so eine kognitive Kopfgeburtveranstaltung ist, wie das ja häufig so ist in bestimmten Settings von Therapie und Coaching, dann ist das möglicherweise zu viel Aktivierung und führt dann auch in Erstarrungs- und Shutdown-Zustände, die als überwältigend erlebt werden. Und das erlebst du vielleicht in deinem Alltag Tag ein, Tag aus. Vielleicht war das sogar der Grund, weswegen du irgendwo hingegangen bist, um die Unterstützung zu holen. Das sieht dann eher so aus, dass du dich vielleicht irgendwo hier befunden hast. Dann passiert irgendetwas, dann haut es dich raus, voll hochaktiviert, bumm, und dann haut es dich hinterher wieder runter, unteraktiviert. Und dann geht es wieder rüber, und dann geht es irgendwie wieder hoch, ja, dann geht es vielleicht wieder runter, dann geht es wieder hoch, so zack, zack, zack. So, und dann hast du eben hier diese Bereiche mit einer extrem hohen Aktivierung in die eine Richtung und in die andere Richtung, dass du eben dann unteraktiviert bist. Ja, wen das interessiert, der kann sich dazu auch nochmal meine Videos angucken, zum Thema Vagus- und Polyvagaltheorie. Und was nun die Aufgabe ist, viele Therapeuten finden das ja dann ganz toll, wenn der Klient jetzt hier rumhängt und total hoch aktiviert ist. Das kann ja auch hier und da mal wichtig und gut sein. Passiert ja zum Beispiel beim holotropen Atmen auch, dass Menschen dann dort in einer guten, liebevollen Begleitung, wo sie das auch körperlich spüren können, durchaus auch mal an die Grenze gehen können, auch Grenzerfahrungen machen können und auch eben spirituelle und transpersonale Erfahrungen. Aber wenn das so ein Dauerprogramm ist und nichts anderes mehr angeboten wird, und das ist nach dem holotropen Atmen, denke ich, auch wichtig, dass da eine Regulation angeboten wird oder davor schon unbedingt auch, damit man nicht erst hinten in der Starre landet. Und, ne, das ist ja dann letztendlich auch häufig der Fall dabei, dann würde es eher darum gehen, dass man gemeinsam mit einem regulierten Nervensystem in Kombi diese Erfahrung mal macht, hier diese Grenzbereiche auch mal in einem Setting von Sicherheit zu erforschen und dann so mit der Zeit die Möglichkeiten deines Fensters hier auszudehnen. So dass dein System merkt, das ist ja sicher hier, der Bereich und der Bereich, der ist ja sogar, ist ja auch angenehm und sicher. Und durch diese Erweiterung deines Toleranzfensters oder Window of Tolerance heißt es, dadurch
Ja, dadurch kannst du dich eben hinterher in Situationen entspannen, in denen du vorher schon direkt wieder durchgebrannt bist, hätte ich beinahe gesagt, und die Sicherung rausgeflogen ist und du eben in hochemotionale Zustände gekommen bist und oder in Shutdown-Zustände, wo du dann wieder nichts mehr gefühlt hast, wo du dann vielleicht in Dissoziation gekommen bist. Bestimmte Körperbereiche nicht mehr gespürt hast, bestimmte Sinneskanäle nicht mehr wahrgenommen hast, dich an bestimmte Phasen nicht mehr erinnern konntest. So, und dafür ist eben dieser Bereich der Regulation total wichtig. Und das ist etwas, was alle Menschen angeht. Das hat nicht nur was mit Leuten zu tun, die irgendwie eine Diagnose bekommen haben, sondern ich denke, Regulation ist ein Thema, was alle angeht. Und das fängt natürlich bei den Kleinsten, den Kleinkindern und Babys fängt das an. Und da wird es ja auch eben im Idealfall dann gelernt mit Mutti und Papi, sich gut zu regulieren. Und wenn das eben nicht stattgefunden hat, wenn da Bindungsstörungen aufgetreten sind, hatte ich ja noch ein Video zu gemacht zu Kita und Co., dass das eben einen Großteil der Bevölkerung hier in der Schweiz betrifft, aber in Deutschland sind die Zahlen ähnlich, geht man auch von mindestens 55% aus der Bevölkerung. Ich halte das für optimistisch. Ich würde persönlich, persönliche Einschätzung würde ich deutlich über 70% sagen, vielleicht sogar 80, die da auch alle irgendwelche Defizite abbekommen haben. Und ja, dann geht das eben schneller ab mit der Aktivierung. Und je enger Beziehungen dann sind und Bindungen sind, vor allen Dingen hinterher in Partnerschaft, desto schneller und desto schmerzhafter geht das natürlich. Oder bei Situationen, die wieder mit Ohnmacht und Überwältigung zu tun haben. Stichwort auch Krankheit und solche Dinge. Ja, ja, ich hoffe, ich konnte einen kleinen Impuls geben. Vielleicht kriegst du eine Idee dazu, was du bis dato da so gemacht und versucht hast und vielleicht warum auch das nicht geholfen hat oder vielleicht sogar schlechter geworden ist. In diesem Sinne, schöne Grüße von Jörg Fuhrmann aus dem Freiraum-Institut. Ciao!